Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Daniel, dein Lieblingsroaster mit Herz, und ich heiße dich heute willkommen zu einem neuen Video. Es geht um Temptation Island Folge 7. Ich freue mich so, hier das Video mit euch, für euch machen zu dürfen. Heute ist bei mir so ein Lala-Tag. Lalalala, wer kennt's nicht, aber ganz ehrlich, dank wirklich guter Gespräche mit Freunden und dank der ganzen Arbeit, die ich bislang geleistet habe, kann ich das echt gut wegstecken. Also ich muss sagen, ich hätte früher an so einem Tag ganz anders agiert. Deswegen nochmal der Reminder, an euch zu arbeiten, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ein bisschen laut, ne? Mein Fenster ist offen. Ich mach das mal kurz zu. So, ich bin wieder da. Die Fenster sind zu. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut, ne? Genau, also Arbeit an euch selbst macht auf jeden Fall Sinn. Ich muss sagen, ich nehme das jetzt alles viel gefasster. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich angefangen habe, jemanden zu daten. Und da muss ich sagen, habe ich in Gesprächen mit Freunden dann nochmal realisiert, okay, no, das geht auch schon wieder in die gleiche Richtung, weil gleich zu Beginn eigentlich mein Vertrauen missbraucht wurde, und zwar in einer Geschichte, in der es um Gesundheit geht. Und ich habe dann aber einfach, vielleicht auch, weil ich mir direkt schon die nächste Romanze gewünscht habe, gedacht, jo, ist schon okay, ja, oh, so eine kleine Lüge, ja, ne, nein, auf gar keinen Fall. Wenn jemand euch zu Beginn anlügt und damit eure Gesundheit riskiert, seine selbst ja auch, dann ist das eigentlich schon ein ganz, ganz schlechter Start, und da brauchen wir dann eigentlich auch nicht weiterzureden. Und das habe ich jetzt beschlossen, dass ich da nicht weiterreden möchte, auch wenn es jetzt wirklich drei wirklich schöne Dates danach gab, auf die ich mich eingelassen habe. Eigentlich hätte ich nach dieser Lüge direkt sagen müssen, okay, ciao, alles Gute, aber nein. Und dann bediene ich mich ja auch gerne des Blockens, also schon mitteilen, das und das hast du gemacht und das war wirklich scheiße. Und aus dem und dem Grund möchte ich jetzt wirklich nicht mehr weitermachen. Und dann finden die ja immer noch irgendwie Kanäle, über die sie einem schreiben können. Und dann kriegst du eigentlich nur so eine Folgelaberung, ne? Ja, das war so, das war so, das war so. Nein, lass es einfach. Du hast verschissen. Guck einfach, dass du bei der nächsten Begegnung ehrlich an die Sache rangehst und nicht direkt mit so einer riesen fetten Lüge ins Haus fällst. Okay, und jetzt sind wir hier und ich bin gespannt, wie mein Roasting wird, weil ich bin ein bisschen bewegt, moved today. Ja, und dann zieht man auch so Parallelen, ne, zum letzten und denkt sich so, you all want to fucking kidding me? Wollt ihr mich verarschen? Ja? Ja, there we are. Also, das TK Maxx Video, das hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ich lese die Kommentare und ich bekomme wirklich nur positive Kritik, es freut mich. Welcome to the new video. Ihr könnt in der Infobox mal reinschauen. Da gibt es eine Möglichkeit, wie ihr den zweiten und den dritten Monat eures RTL Plus Premium Abonnements mit 50% Rabatt bekommt. Schaut da einfach mal vorbei und abonniert diesen Channel. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt über das Gesehene. Und dann habe ich natürlich auch noch den Kommentar des Tages, des letzten Videos, weil ich gucke jetzt immer ganz genau hin, noch genauer als jemals zuvor. Und da haben wir die Laura. Hallo liebe Laura, danke für deinen Kommentar. Ha 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 ha, Sanja, ich liebe dich einfach so sehr für dein Selbstbewusstsein. Wie du dich immer traust, auf Leute, die dich wahrscheinlich nicht mögen, zum Beispiel Jelis, zuzugehen. Ich glaube, ich könnte das nicht, aber deswegen liebe ich dich so. Süße, dankeschön. Ich denke mir so, das ist alles ein Business, das ist alles ein Show-Business, und ja, die Leute präsentieren sich halt, wie sie sich präsentieren. Man weiß auch immer nicht, ist das real, ist das nicht real. Auf jeden Fall reagiere ich ja darauf, wie ihr das zu Hause macht, vor dem Fernseher, auf dem Sofa mit euren Freunden. Das weiß ich auch, weil ich tausche mich ja auch privat mit Menschen über Trash-TV aus, und die denken ganz oft genau das Gleiche wie ich. Und nur weil ich das dann jetzt einmal laut sage, ja, das sollte die Person dann auch verstehen. Also, wenn jetzt hier einer von euch sagen würde, oh mein Gott, Sunny, was für ein Opfer, er versuchte, das Loch seiner letzten Beziehung zu stopfen mit dem nächsten, er ist so dumm und keine Ahnung, dann ist das das Risiko, was ich laufe. Und natürlich verstehe ich auch Menschen, die das sagen. Und wenn das irgendwie 100.000 Menschen sagen würden, dann wäre ich so, warum sagen das denn so viele? Könnte da was dran sein? Das bedeutet,
wenn ich mich da hinsetze als Roaster und etwas kommentiere und die dann deswegen sauer sind, dann denke ich mir so, ja, wahrscheinlich habe ich dann mitten ins Schwarze getroffen, weil sonst wird euch das auch nicht so verletzen. Ne? Also danke für den Kommentar. Ich bin auch irgendwie froh, dass ich da auf die Dame zugegangen bin. Ich bin an dem Abend sogar dreimal auf sie zugegangen. So, und jetzt würde ich sagen, liebe Leute, starten wir. Liebe Charlene, heute wird's nass. Ach, aber ich bin auch schon nass. Ich bin schon klitschernass, mal weißt du was. Aber ich meine, wenn ich nass werde, dann muss ich mich ja nicht schminken. Brauchst du auch nicht. Muss ich auch allgemein nicht schminken. Er weiß einfach ganz genau, wie er seinen Verführerjob ausführen muss. Also er schmiert der Charlene so viel Honig ums Maul. War sehr schön mit dir. Aber ich muss sagen, so gefällt es mir auf jeden Fall besser. Ja, okay, wir haben es verstanden. Mr. Casanova, du findest sie ungeschminkt so schön. Alles klar. Ja, ist auf jeden Fall schön, mal Komplimente von Mika zu bekommen, weil ich die halt von meinem eigenen Freund im Alltag gar nicht bekomme. Ja, date mal den Mika noch 6 Monate und dann wirst du sehen, das wird auch abnehmen wahrscheinlich. Das ist so natürlich, ihr seid natürlich hier gefundenes Fressen. Das ist so, ich bin jetzt mal nett zu der. Der Freund ist es ja nicht, weil die sind jetzt irgendwie schon seit 6 Jahren zusammen oder keine Ahnung. Ich mach das mal. Aber wenn du da mit dem zusammen bist, dann ja, kann man nur hoffen, dass das dann auch so toll bleibt. Ich kann dir nicht so lange in die Augen gucken, weil ich schüchtern bin. Er ist null schüchtern. Er ist einfach nicht schüchtern. Aber er weiß, glaube ich, wirklich richtig gut, welche Knöpfe er zu drücken hat. Machst du sonst was mit deinem Freund auch? Inwiefern meinst du das? Kleine Überraschung oder sowas? Nö. Machen wir nicht. Der kann mich einfach gar nicht wertschätzen. Gar nicht so wie du. Willst du mal neuer Freund sein? Du machst das bestimmt nicht nur, weil du ein guter Verführer sein möchtest, ne? Und du so, du bist selbstständiger und stehst mitten im Leben. Entschuldigung, er ist Verführer bei Temptation Island. Wie selbstständig kann er sein und wie doll kann er im Leben stehen? War auf jeden Fall schön, dass mir einer mal bedingungslos zugehört hat. Allein schon bedingungslos zugehört hat? Ich bitte dich. Das ist doch nicht ihr Ernst. Das ist doch das Mindeste, oder? Warte. Hey, Melissa will immer nur Körperkontakt. Ich schwör's dir. Ich kann so machen, hier stehen, sie wird auf den Baum klettern, um euch anzufassen. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Er ist für mich einfach der allergrößte Clown in dieser ganzen Sendung. Ich hoffe, er ist durchgeskriptet und ist nicht wirklich so unterwegs. Weil das wird mir richtig leid tun. Er will also nicht, dass sie ihn anfasst, ne? Alles klar. Wenn dir zu viel ist, wenn ich dich so anfasse. Ja, das war ja Spaß gemeint. Es ist ja so, aber es war jetzt eher Spaß gemeint. Was für ein Opfer, ne? Ist es jetzt Spaß oder ist es ernst? Also ja, ist ja so, aber es war nur ein Spaß. Hä? Ich gebe immer nur das wieder, was halt er mir zuspielt. Genau. Also ich glaube, so viel Gegenkörpernähe hat er gar nicht. Der hat jetzt einfach nur gehofft, dass RTL aus welchen Gründen auch immer genau diese Situation, wo er sich über die Nähe beschwert, ausstrahlt, damit dann bei seiner Freundin alles gut ist oder was. Und ich habe das Gefühl, das kommt schon von ihm, ne? Also er haut mir immer auf den Po und... Er mag das gar nicht, ne? Da hat sie ihn wahrscheinlich auch zugezwungen. Es gibt dieser Unterschied, ist halt da. Diese krassen Szenen, die liefere ich nicht mehr. Ich chill ja nur. Er chillt einfach nur mit denen und die liegen auf ihm drauf. Alles klar. Ja, so viel dann von seiner Einsicht, ne, aus der letzten Folge, wo er jetzt für weniger verletzende Szenen sorgen wollte. Alles klar. Für mich sind die Frauen gar nicht mehr diese Versuchung. Das sind für mich alles Schwestern geworden. Das ist echt ekelhaft, weil deine Schwester spielt mit deinen Nippeln rum oder was? Meinst du nicht, das ist ein bisschen ekelhaft? Welche drin von den Jungs so am meisten dein Typ? Ja, du. Okay, was bahnt sich hier an? Seid ihr jetzt dabei, euch zu verlieben, oder was? Doreen, heißt sie Doreen oder Loreen? Loreen, mach das nicht. Allgemein, so wie du dich gibst und alles, wie du aussiehst und so. Weiß nicht, du entsprichst halt meinen Typ am meisten hier drin. Dein Freund sieht aber ein bisschen anders aus. Der ist dunkelhaarig, kleiner und so. Das wird mir jetzt auch ein bisschen wehtun. Er ist, glaube ich, ein sehr gestandener Mann, worauf ich auch stehe. Und ich unterhalte mich so gerne mit ihm. Ich mag ihn. Freut mich. Aber ich glaube halt nicht, dass er so viel machen würde wie dein Freund. Weil dein Freund macht echt schon ganz schön viel für dich und duldet auch ganz schön viel, liebe Doreen. Halt dir den warm. Aber wäre ich denn jetzt draußen auch so dein Typ oder ist das nur so hier drinnen, so unter uns vier? Als würde er jetzt die Wahrheit sagen. Das ist so eine Frage, bei der du hoffentlich nicht erwartest, dass er jetzt ehrlich ist. Offen und ehrlich gesagt, ihr seid alle cool, ja. Aber ihr kommt nicht daran. Was deine Freundin zu dieser Frau, die ich liebe. Ja, das ist ganz was anderes. Du hast eine ganz so andere Verbindung zu ihr. Ja, also körperliche Verbindung kann er zu jeder schaffen. Aber seine Freundin liebt er natürlich richtig doll. Und er denkt, dass Liebe einfach nur so ein Gefühl ist, was man hat.
Er weiß, also er würde niemals auf die Idee kommen, dass Liebe auch bedeutet, dass man den anderen nicht wissentlich verletzt, was er ja hier tut, ne, mit den ganzen Bildern, die er liefert. Liebe. Liebe ist nicht einfach nur, ich sage, ich liebe dich. Ich nehme Rücksicht auf dich und passe auf dich auf. Man merkt, er liebt seine Freundin auf jeden Fall und will das nicht aufs Spiel setzen, aber er kann sich auch irgendwie nicht zurückhalten, ne? Nee, das kann er nicht. Die Pfoten kann er nicht bei sich lassen, ne? Er fasst schon gerne an. Es fällt mir immer schwerer, hier auch wirklich standfest zu bleiben, weil ich sie extrem langsam vermisse. Sie fehlt mir. Okay, weil du deine Freundin vermisst, kannst du dort nicht standhaft bleiben. Du musst mir mal diesen Zusammenhang erklären. Wenn du doch deine Freundin vermisst, ne, so sehr, wie kannst du es dann übers Herz bringen, die anderen so anzufassen? Ich muss mich echt zusammenreißen, weil ich werde gerade ein bisschen emotional. Guck mal, du solltest vielleicht ein Glas Wasser trinken. Guck mal, mein Hund trinkt auch schon Wasser. Trink ein Glas Wasser und werd erstmal nüchtern. Ich habe einfach unnormal Angst, dass sie einfach echt so einen falschen Eindruck von mir hat, ne? Ja, sie hat, glaube ich, schon den genau richtigen Eindruck von dir. Daran ist nichts falsch. Sie sieht dich einfach genauso in der Blüte, in deiner ganzen Pracht, wie du bist. Gestern beim Lagerfeuer, ne? Ich wurde einfach dargestellt, als wäre ich so ein Assi, der nur am Saufen wäre und komplett halt so dieses Ziel verliert, halt in diese Beziehung, ne? Also wurdest du eigentlich genau wahrheitsgemäß, wie nennt sich das, maßstabsgerecht abgebildet? Vielleicht eine halbe Stunde traurig sein und ja. Depri schieben, aber dann geht die Party ab. Also selbst die Mädels dort schieben richtig ab, fuck, kann man das so sagen in der Jugendsprache, und sind halt so, Alter, laber uns keine Frikadelle ans Ohr. Hoffentlich glaubt deine Freundin diesen Shit nicht. Dass ich zu naiv sei und dass ich ihn zu sehr in Schutz nehme und alles versuche, so gut zu reden, was er macht, ne? Das sagen mir jetzt halt gerade so viele Menschen einfach. Ja, weil es auch wirklich stimmt. Er ist einfach für die Tonne. Klopp den in die Tonne, Süßer. Red dir da nichts mehr schön. Der scheißt auf deine Gefühle. Meine Alarmglocken wären schon auf Rot. Ich würde diesem Typen, ich weiß nicht, was, wie ich denken würde. Ich will dir auch nichts Schlechtes einreden. Ich will auch, du weißt, wie er ist. Ich weiß nicht, wie dein Freund ist. Ihm wurden ja die Wörter nicht in den Mund gelegt, dass das so überspielt wird. Das kam ja aus, das kommt ja aus deren Münder raus, ne? Das ist ja klar. Das verstehst du schon, du Dumme, ne? Also du weißt schon, dass er das alles wirklich tut und dass es keine Animation oder Synchronisierung ist oder irgendwie sowas. Es ist schon klar, du Hässliche, dass er einfach für die Tonne ist und dass du das jetzt endlich mal begreifen solltest. Und wenn Charlene dir das schon erklären muss, ne? Was ist mit dem Typen verkehrt? Wer ist er denn? Am besten einfach, bevor du mit solchen Idioten zusammen bist, sage ich ganz ehrlich, lieber mit einem guten Buch und guten Freunden Single durchs Leben gehen. Bin ich ganz ehrlich. Eigentlich bin ich auch nicht so, ne? Ich kenne meinen Wert, sowas von krass. Das merken wir. Das merken wir ab Minute 1 eigentlich, dass du deinen Wert richtig, richtig gut kennst. Ja, lass mich nicht so krass den Kopf zerbrechen. Ich habe heute eigentlich echt Bock auf Party so. Ja. Ja, da bist du ja. Da bist du ja, du Dumme. Komm, let's go. Lass auf die Tanzfläche. Lass die einfach vergessen. Denn hier los. Ja. Okay, er hat seine neue Traumfrau gefunden, weil er möchte halt mit seiner bisherigen Verführerin auf Abstand gehen. Aber ich glaube nicht, weil es ihm um das Wohl seiner Freundin geht und dass er hier nicht so viel Körperkontakt mehr hat, sondern er braucht einfach, glaube ich, Abwechslung. Mit Melissa war ich ein bisschen jetzt eher auf Abstand. Okay, die Arme. Warum? Sie ist doch so eine Bombe. Weil sie halt zu viel Gas gibt und ich fand das ein bisschen zu viel. Ah, okay, gut. Also er möchte jetzt einen Gang runterfahren und seiner Freundin beweisen, dass er nicht so viel fremd nascht. Und ich wollte auch eine kleine Abwechslung haben. Ah, da weht der Wind. Klar, okay, er wollte einfach eine Abwechslung. Also nicht nur, dass seine Freundin ihm nicht reicht, weswegen er so viel Scheiße hier baut, sondern selbst die Verführerin ist ihm zu langweilig. Können wir mal machen, Bruder, oder? Können wir mal machen, oder? Können wir mal... Granate! Also auch sie zwingt ihn jetzt zur Körpernähe, ne? Könnt ihr das sehen? Er will einmal reinstecken und dann legt er seine Hände ab auf ihren Silikonbrüsten. Also er hasst Nähe, ne? Er hasst diese Körpernähe. Deine größte Versuchung, die muss ein bisschen wachsen, ne? Ja, du hast ja gemerkt, was gerade gemacht hat. Finde ich gut. Was findet er gut? Dass er sich die nächste gekrallt hat und genau das gleiche mit der macht, was er mit der letzten gemacht hat, oder was? Aber Justine. Ja, Justine? Sie ist halt auch, keine Ahnung, das Match halt einfach, weil sie ist ein bisschen nur Assi, weißt du? Ich nehme jetzt die Justine.
Ich habe mir eine neue ausgesucht im Spieleparadies und sie passt doch viel besser, weil sie ist richtig assi. Sie ist genauso asozial wie ich und das passt. Die Frauen haben wirklich Stil und Klasse. Hm, wir sehen das. Ja, ja, wir sehen das. Und vor allem, du hast auch ganz viel Stil und Klasse und ganz viel, was? Tiefgründige Gespräche. Und wir kriegen heute so einen Einblick auch, was er damit meint. Warum denkst du, sind wir Menschen alle so? Wie jetzt? Besoffen? Hirn amputiert? Was meinst du genau? Verwirrt? Dumm? Naiv? Wir sind einfach komplett gesteuert. Urinstinkt, ganz normal. Safe Urinstinkt. Das hat hier alles nichts damit zu tun, dass du jemanden fremd gehen willst. Es ist einfach Urinstinkt. Wir sind dafür geschaffen, safe. Um einfach uns fortzupflanzen. Das ist ganz safe. Normal. Ah, das meint er. Okay. Also sie versucht ihn zu überreden, dass er doch mit ihr schläft, ohne ein schlechtes Gewissen, weil es nichts mit Fremdgehen zu tun hat, sondern nur dem Folgen des Urinstinkts. Und er glaubt, dass das wirklich ein tiefgründiges Gespräch ist. Alles klar. Ich vermisse Tatum wirklich extrem. Auch wenn sie dumm ist. Auch wenn sie wirklich dumm ist und einfach nur zum Bumsen gut. Aber ich vermisse sie einfach. Guck mal, ich bin sehr, sehr anspruchsvoll. Antonino ist anspruchsvoll. Okay. In welcher Hinsicht? Bei so einer Frau wie bei dir würde ich sagen so, danke Gott. Danke, lieber Gott, dass ich so eine tolle Frau gefunden habe. Ich glaube auch, er sagt das nicht nur, um sie rumzubekommen. Er meint es wirklich ernst diesmal. Und bei dir merkst du, boah, du brauchst einen richtigen Mann. Oh, wow. Das ist so richtig besonders, ne, bei ihr, dass sie den richtigen Mann braucht. Das ist jetzt nichts, was auf jede zutrifft, ne? Also sie braucht wirklich den richtigen Mann, die Arme. Und das bist du? Er macht ja einfach die gleichen Dinge mit der anderen Frau, ja. So, hä? Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass die Verführerinnen sich so geärgert haben über die vergebenen Männer. Es gab ja wirklich auch Verführerinnen in der Vergangenheit, die sind heute sogar noch mit denen zusammen. Vanessa zum Beispiel hat gar nicht gesehen, welche Fehler Alex begangen hat. Ne? Die hat den sogar noch gefeiert und hat sich in den verliebt. Aber in dieser Staffel ist es ja so, dass die Verführerinnen sich sogar noch mehr über die Männer ärgern als die vergebenen Frauen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass Adrian und ich uns derzeit richtig gut verstehen. Warum hat sie immer noch die Augen zu? Hat sie, seitdem sie dort eingezogen ist, diese Augen jemals geöffnet? Wir können uns über 100.000 Themen unterhalten. Es wird nicht langweilig. Du machst es, ne? Was? Lecken und so. Stehst du voll. Drauf. Also, wir können uns über alles unterhalten. Er hat mir jetzt eigentlich 3 Stunden davon erzählt, wie gerne er leckt. Alles klar. Das sind so richtig auch tiefgründige Gespräche, so horizonterweiternd und so. I love it. War einfach interessant, ihm mal zuzuhören, weil er wirklich aus dem Herzen gesprochen hatte. Sie macht die Beine zu, sie kann nicht mehr. Sie ist zittern wie so eine Meerjungfrau. Was hat sie gesagt? Sie, er erzählt eigentlich die ganze Zeit darüber, wie geil er seine Freundin zum Kommen bringt. Dass sie zittert wie eine Meerjungfrau. Und sie ist so, oh, er redet so aus dem Herzen. Unsere Themen hören gar nicht auf. Es ist so schön. Ich habe so dicke Zungenmuskeln. Echt? Ja. Er tut mir richtig leid, ne? Er tut mir richtig, richtig leid, Alter. Ist der wahr? Weißt du, manchmal sagt man doch so, die Person oder whatever ist zu schön, um wahr zu sein. Aber er ist ja wirklich zu doll gegen die Wand gelaufen, um wahr zu sein. Ich hatte 2 Leute vorher, das waren Flaschen so. Sie sind gekommen, dann komme ich schon so. Sie meinte, du hast mein Leben verändert, natürlich so, dein Sex ist geisteskrank. Und sie ist so, aha, okay. Tell me more. Hm, also, ich bin der Geilste. Hast du gehört, ne? Egal welche Hinsicht, ob es um Sex geht, um Schlägerei. Ich bin Nummer 1, das hab ich auch gesagt, ich bin schon längst Nummer 1. Sie weiß ganz genau, was ich drauf hab. Sie hat Bruder, chill mal. Guck mal, ne, auch hier, wenn er schon merkt, dass du völlig aus dem Ufer gerätst, ne, mit deiner Profilierung, mit den Dingen, die du sagst. Ich bin ihre Nummer 1 in Sachen Schlägerei, in Sachen Sex, in Sachen Lecken. Wow, ich bin der Heftigste. Charlene hatte noch niemals so einen krassen Typen wie mich. Wo ist er denn? Im Schlafzimmer, was? Nee, aber in der Küche, aber sie sind schon so ein bisschen touchy. Ein bisschen touchy? Die sind fast gekommen. So sexuell sind deren Gespräche. Ihr könnt nicht die ganze Zeit auf jeden achten, so. Nee, aber das Problem ist wichtig einfach, ist, dass ihr auf euch selbst achtet. Genau, also dieser Sohn vom Thorsten Legert kümmert sich viel zu sehr um die anderen. Er sollte halt wirklich einfach nur darauf achten, dass er seine Pfoten bei sich behält. Statt hier irgendwie den Aufpasser zu spielen und von seinen Schandtaten abzulenken. So, und dieser junge Mann hier mag ja überhaupt keine Nähe. Und also, ich würde ausrasten, wenn ich seine Freundin wäre. Was machst du da? Sag mal, bist du doof? Das geht doch nicht. Guck
guck mal, ich mag dich total gerne und wir verstehen uns ja auch. Und ich liebe Charlene und es bleibt jetzt nur alles unter uns, ne? Also wirklich, unter uns und den 150.000 Zuschauern, okay? Jetzt zwei Fragen. Du würdest sie doch nie verarschen, oder? Du meinst es doch komplett ernst, oder? Oder bist du hier nur wegen Temptation? Nein, er ist doch hier nicht nur wegen Temptation. Er meint es super ernst und er ist so todesverschossen in sie. Und diese ganzen Wetten, die er im Interviewraum abgibt, die meint er auch, das ist alles, weil er so todesernst meint mit Janine. Ich werde hier drinnen, solange sie noch auf diese offiziell, ne, solange sie das nicht ausgesprochen, werde ich keine Beziehung eingehen. Also, da drin wollte jetzt eine Beziehung eingehen. Oh Gott. Ich finde auch, Alex und Vanessa haben die Messlatte so hochgesetzt. Die Leute denken, es sei irgendwie angebracht, hier drin eine Beziehung einzugehen. Also kriege ich raus, dass sie hier schläft. Ja, nee, du brauchst keine Sorgen haben, sie schläft nicht. Das ist ein Wort. Ehrenmann, ne? Ehrenmann. Ich glaube, beide wissen einfach nicht, wie Ehre geschrieben wird. Um ganz ehrlich zu sein. So, und er macht hier wieder den Aufpasser, beschreibt sich als Haus-Daddy, der jetzt den Adrian davon abhalten soll, fremd zu gehen, oder was? Hä, hey, wir sind hier voll am Schmusen. Wir sind voll am Schmusen. Das ist Charlene. Charlene lässt sich schon hinten einmal ein bisschen von der Taschenlampe reiben. War nicht schlecht, ne? Ja, okay, das hätte... Nee, also es war okay, aber es hätte, glaube ich, auch nicht sein müssen, ne? Sie ist so süß, ne? Schatz, gönn dir. Wirklich, gönn dir einfach. Ja. Also auf jeden Fall, egal ob du hier schläfst oder nicht, ich werde auf jeden Fall nicht mein Schlafstil ändern. Nein, das war's. Oh nein, das müssen sie sich am nächsten Morgen ansehen. Und er schläft einfach nackt neben einer Verführerin. Bist du auch asozial. Und er will auf die anderen aufpassen, dass die keine Scheiße bauen. Nee. Guck mal, wer dir sowas antut, ne? Ob TV-Show oder nicht, keine Ahnung. Wenn dir ein Mensch so etwas zufügt, ne? Dann ist over. Dann vergiss alle gemeinsamen Erinnerungen, die ihr bis zu dem Zeitpunkt gesammelt habt. Es lohnt sich einfach nicht. Es bringt nichts. Ja, und das Schlimmste ist, wenn er dich in die Finger bekommt, ne? Weil das ist ja auch der Grund, warum die dann so persönlich mit einem reden wollen, ne? Um einen einzulullen. Ich bin mir so sicher, dass er sie so einlullen wird, wenn er da am Lagerfeuer mit ihr ist. Er wird seine Handlungen so kleinreden, als wenn gar nichts vorgefallen wäre und das alles gar nicht so schlimm gewesen wäre, doch wahr ist. Es ist super schlimm. Und da brauchen wir auch gar nicht persönlich drüber zu reden, weil egal, was du sagst, es ändert nichts daran, dass ich und meine Gefühle dir scheißegal waren und sind. Ja, meine Fragen sind, wie war der Morgen danach? Warum? Sie will, also ihre Fragen sind, wie ging es danach weiter? Er hat also nackt, händchenhaltend, neben einer Verführerin geschlafen und sie würde interessieren, wie es am nächsten Morgen weiterging. Ja, warum? Das, was du gesehen hast, reicht doch schon. Sarah, merkst du jetzt was? Merkst du es jetzt? Merkst du jetzt auch, Master Hohlbratzer? Es ist over, verstehst du nicht? So lieber jetzt, wie für in 5 Jahren oder so. Ja, das sind so Sachen, ne? Wenn man das dann einem in diesem Stadium sagt, das ist ja so ein bisschen fehlplatziert. Ja, lieber erfährst du es jetzt, Süße, freu dich lieber drüber. Sieh das Positive, dass du betrogen wirst, gefühlt im TV. Ja, ich weiß nicht. Ja, mein Beziehungsstatus ist jetzt auf jeden Fall Single, also... Ja, ich weiß nicht, ob sie sich das gerade schon so selber glaubt, aber der Wille ist auf jeden Fall da. Ich hasse ihn einfach. Ich glaube, das ist kein gutes Fundament für eure weitere gemeinsame Zukunft. Eigentlich will ich ja, dass Deutschland sieht, dass er ein ist. Das ist die Vorschau auf die nächste Woche. Wie er das findet, ob er das jetzt ein bisschen tiefgründiger findet. Sie geht natürlich weiter als ich, weil die Sachen, die ich mache, wurden ganz klar besprochen. Ach so. Also, dass du Trockenvögelst und so weiter und die so alle knuddelst und anfasst, als wenn sie deine neue Partnerin wären, das war abgesprochen, deswegen ist es okay. Aber sie übertreibt, weil sie macht es auch. Alleine, dass man also so etwas abspricht, ne? Dass er irgendwas darf, was sie nicht darf. Warum? Also ganz, ganz schlimm, Leute. Was haltet ihr von dieser Folge? Ich bin schockiert. Tschüss, schönen Sonntagabend.